Simbabwes Liebling ist tot und ein Jäger aus den USA steht am Pranger. Der Inhaber dieser Zahnarztpraxis im Bundesstaat Minnesota hat in Afrika den Schwarzmähnenlöwen Cecil erschossen. Cecil war der Star des Wenge-Nationalparks. Anfang Juli starb er in der Nähe des Parks unter dubiosen Umständen. Löwenjagd ist in Simbabwe erlaubt, aber nicht in den Nationalparks. Die Safari-Betreiber sehen seinen Tod auch als wirtschaftlichen Verlust. Der tatsächliche Marktwert für diesen Löwen, einen großen Schatz, läge um die 100.000 US-Dollar. Nach den bisher verfügbaren Informationen wurden etwa 55.000 Dollar gezahlt. Der Zahnarzt entschuldigt sich für den Abschuss und beteuert, er habe nicht gewusst, um welches Tier es sich gehandelt habe. Nach Angaben von Tierschützern lockten die Jäger Cecil allerdings eigens aus dem Park. Dann verwundete ihn der Jagdtourist zunächst mit einem Pfeil und erschoss ihn etwa 40 Stunden später. Er hat bereits einiges Großwild geschossen. Zwei seiner Helfer stehen nun in Simbabwe vor Gericht wegen des Todes von Cecil.